Das ist ja mal wirklich was ganz Neues. Das ist super. Fantastische Lösung. Wirklich. Also für mich sind es eigentlich absolut die technischen Aspekte einfach. Ja, das ist für mich das Entscheidende. Ja. Schnellere Prozesse, einfachere Prozesse. Und halt vor allem in der Fertigung geht es auch schneller. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel ist für mich eigentlich das ein System, wo ich sagen kann, jawohl, da sehe ich Potenzial, dass ich nicht für alle Bereiche noch Personal benötige. Außerdem verarbeiten wir ja unter anderem auch schon Synego. Das Thema Lagerhaltung, dass da eben Profile mit Synego kompatibel sind, ist natürlich ein großer Vorteil, der natürlich dann auch den Fertigungsprozess und die Effizienz diesbezüglich steigert. Thema, also dass man es mit einem Alufenster verwechseln kann. Ja, also das ist ja, wie schon angesprochen worden, das ist ja schon das höchste Lob. Ja. Und das Musterfenster, das ich da hinten gesehen habe, das außen ausschaut wie mit Alu-Deckschale und innen drin die Holzimitation. Also fantastisch. Wirklich, erste Sahne. Das Design ist ein sehr großer Punkt für mich und auch natürlich die Farben werden immer wichtiger, vor allem in den Neubauten. Ja, also es passt definitiv zur aktuellen Architektur, also dieses kubische, geradlinige, auch dass man Möglichkeit hat, flächenbündig und leicht flächenversetzt, also das ist auch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, die Low-E-Profiltechnologie ist natürlich aus meiner Sicht viel einfacher als diese Einschieblinge, die man reinmacht. Vor allem aus der Hinsicht, dass man es auch fertig bestellen kann. Gute UF-Werte, gute UW-Werte, das sind einfach Riesenfaktoren im Fensterbereich. Die Low-E-Technologie, also diese Folie als Produkt, das Material ist voll recycelbar und wieder rückführbar, im Gegensatz zu dem Markt befindlichen Thermomodulen aus PU-Scham etc. Also ein ganz klares Plus. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das ist ein großes Thema, was auch immer mehr im Kommen ist. Reau als Partner hat ja gute Vorarbeit geleistet und ist in der Thematik Nachhaltigkeit, Wiederaufbereitung, Rückführung in den Markt, Marktführer. Dass Reau wirklich so viel wiederverarbeitet in seinen Profilen, das ist schon überzeugend. Ja, unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, mit Reau da weiter zusammenarbeiten und mit dem Werkstoffrau Fibro X ist natürlich eine super Voraussetzung dafür. Also da sind wir definitiv die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gut aufgestellt. Wenn man doch irgendwelche Zweifel gehabt hat, auf alle Fälle sieht man jetzt, das ist ein System, das wir wirklich zukünftig einsetzen wollen.